In diesen Tagen kleben sich gerade wieder die Möchtegern-Weltretter, die sich letzte Generation nennen, an großen Kreuzungen und Autobahnen fest. Das soll dabei helfen, das Klima an stärkerer Erwärmung zu hindern, indem man möglichst kein CO2 erzeugt und sich zu diesem Zwecke auch von sicherer Energieversorgung verabschiedet. Willkommen zu dieser Zwischendurchsicht, in der wir ein kleines Schlaglicht auf den Aufstand der Angeklebten werfen wollen. In ihrer Selbstwahrnehmung scheint es ja wirklich um Leben und Tod zu gehen. Fabian Nicolai, einer der Achgut-Herausgeber, hatte die klebenden Klimaretter plötzlich vor sich auf einer großen Kreuzung sitzen und nutzte die Gelegenheit, mit seinem Mobiltelefon zu dokumentieren, wie ernst einer der Angeklebten seinen Aufstand nimmt und auf welche Autoritäten er sich dabei beruft. Also die Wissenschaft sagt, 2 bis 3 Jahre lang. Wenn wir das nicht schaffen in der Zeit, dann ist es zu spät. Das ist der wissenschaftliche Stand. Das sagt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der geht sogar so weit zu sagen, dass Staaten und Firmen, die heute noch die fossilen Brennstoffe ausbauen, dass man die als kriminell bezeichnen muss. Und das sagt der Mensch, der die höchste Position der Menschheit hat. Dass der UN-Generalsekretär nun den höchsten Posten der Menschheit hätte, mag vielleicht etwas übertrieben sein, aber er ist ja nicht irgendwer. Immerhin scheint es den Klebefreunden wichtig zu sein, mit einer Autorität aufwarten zu können. Es gibt schließlich immer noch viele Menschen hierzulande, die nicht in jedem Unwetter oder jeder Hitzewelle den katastrophalen Klimawandel erkennen wollen. Und denen muss das immer wieder erklärt werden. In den meisten Teilen der Welt ist er schon eingetroffen. Hier ist es relativ wenig, aber trotzdem die 180 Toten im Ahrtal und die 20.000 Toten 2018 durch die Hitze sind auch schon scheiße. Dass die hohe Zahl der Toten im Ahrtal auch etwas mit dem Versagen staatlicher Institutionen zu tun haben könnte, lassen wir hier mal dahingestellt. Die Angeklebten kritisieren die Regierung schließlich auch, aber aus viel wichtigeren Gründen. Die letzten Regierungen haben 50 Jahre lang verpennt, eine Energiewende und Wärmewende zu machen. Sie haben sogar mutwillig zerstört. Und jetzt werden die Abhängigkeiten von einem totalitären Regime zu einem anderen totalitären Regime umgeswitcht. Das macht keinen Sinn. Die ganzen Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die es gibt mit Wärmepumpen und Photovoltaik, Windrädern und die ganzen Erneuerbaren, sind viel kostengünstiger. So ähnlich hatte das die jetzige Außenministerin Annalena Baerbock früher auch gesagt und auf die böse Frage nach den Speichermöglichkeiten des unsteten und flüchtigen Windstroms bekanntlich geantwortet, das Netz wäre der Speicher. Nach viel Hohn und Spott hieß es, das wäre ein Versprecher gewesen, aber offenbar ein nachhaltig populärer. Dafür gibt es auch Technologien. Es gibt ganz viele Speichermöglichkeiten und intelligente Netze. Es ist alles lösbar. Die aber man kann keinen Strom im Netz speichern. Man kann keinen Strom im Netz speichern, so wie es Baerbock behauptet hat. Doch, und man hätte vor allen Dingen auch die letzten Jahrzehnte in die Forschung investieren müssen. Mit einem einfachen Doch ist diese Frage beantwortet. Recht hat der Mann natürlich, wenn er Investitionen in die Forschung zu einer besseren Energieerzeugung anmahnt. Es wäre schon besser, man würde die Steuern und Abgaben der Bürger für die Forschung ausgeben, als für die Subventionen von Windrädern und schweren Batterieautos. Wie repräsentativ diese Zufallsbegegnung nun für die Teilnehmer am Aufstand der Angeklebten ist, wissen wir nicht genau, aber es ist offenbar kein Einzelfall. Hier ist beispielsweise eine Aktivistin, die die letzte Generation auf ihrer Webseite präsentiert. Sie kämpfte ums Überleben, so lassen sich ihre Äußerungen verstehen, indem sie ein Tennisturnier störte. Mein Name ist Lina Eichler von der letzten Generation und ich werde gleich das Finale des Tennisturniers Worldmin Open friedlich stören. Ich habe große Angst davor, das zu tun, doch ich bin davon überzeugt, dass diese Störung aufgrund der drohenden Vernichtung unserer Lebensgrundlagen gerechtfertigt ist. Wir haben eben nur noch 3 Jahre Zeit, um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden. Deswegen können wir nicht einfach weiterleben, als wäre alles normal. Nicht, wenn wir überleben wollen.